Das Abenteuer kann beginnen, hier bei Pokémon Weiß 2, Freunde. Oh yes, mal, es wird richtig abgehen. Juhu, wir sind soweit durch, Freunde. Wir haben alles komplett hier auf der Route 23. Und sind fast schon soweit für die Siegestraße. Ja, die Straße für Sieger. Oder, hallo? Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ein Skogro, ich werde wahnsinnig, ein wildes Skogro. Pywen! So, dann hol doch mal den kleinen, den kleinen Fleder mal aus dem Himmel, wollte ich gerade sagen. Donnerzahn eher eine schlechte Idee. Wegen dem Typus Boden, versuch mit Knirscher. Ich hoffe, das wirkt ja irgendwie nicht so gut, wie ich es gehofft hatte. Okay, der Kampf könnte eine Weile dauern. Ich will's fangen, du. Ja, okay, jetzt sind noch gute Verteidigung, wie es aussieht. Na, warte, Pywen. Der letzte Flammenwurf, der muss sitzen! Sehr schön, oh nein, eine Kampfattacke! Autsch! Autschi, Autschi, Autschi! Bälle, Hyperball und Flieg und Sieg! So, oh, das war ganz schnell fangen, wie es aussieht, oder? Tatsache, ein Schnellfang! Oder heißt irgendwie Quickfang oder Turbofang? Keine Ahnung mehr. Ein Zahnskorpi, Skogro, keine Ahnung. Fällt mir gerade nichts ein, da könnt ihr sonst wählen, liebe Freunde. So. Ach ja, ist das schön, wir kommen hier durch, überall, alles tut die Quanti. Supi. So, jetzt hier hoch, ganz kurz noch ein Item da aktivieren. Activate, du hast noch was, ein Pokéball, gut. Hol dich auf der Rückreise, so. Wer ist denn hier Schönes? Wer bist du denn? Nette Dame. Eine Kämpferin, Linfu! Was? Achso. Hat gerade, Pokémon Linfu? Aber nein, es ist ja ein Mensch. Kämpferin Leonor. Das ist echt ein weiblicher Name? Das wundert mich aber schon ein bisschen, du. Ein Strepoli. Oh je. Mit zwei Level höher, das könnte übel werden. Donnerzahn. Hauptsache, ich kann kein Powerpunch ansetzen. Sonst bin ich echt ein Osch. Im Osch der Welt. So, Donnerzahn ist schon gut, wenn er bloß mal paralysieren würde. Ja. 1 von 10, wa? Die Wahrscheinlichkeitsberechnung ist doch wohl für... Na, schon, ich bin gleich so langsam, wie es bloß irgendwie geht. Ja, ich glaube, jetzt könnte mich sogar ein Onix überholen. Das ist doch schwach, ja schwach. Au, er macht's wieder. Powerpunch, genau. Knicken. Knicke die Knick. Mangelt es an Concentration. Wow, steinkalt, alter Schwede. Was ist das gerade? Okay. Tschüss. Stein kannst du jetzt erstmal meinen. Ja, ich glaub's auch. Das war knapp, Freund. Alle Steinkanne wäre down gewesen. Wie Schuh, okay, Kampf mir ein bisschen zu heikel. Sunny, was sagst du denn dazu? Komm schon. Wing, Schuh, Fahr, Schuh, lalalala. Ja. Tschüss. Und voll durchgeröntgt, keine Ahnung. Sah ein bisschen so aus wie Röntgenstrahlung. So, Kämpferin Leonor. Was? Das kann nicht sein. Tja. 1696. Pokédollar, ich zieh allen ihr Geld aus den Schuhen. Ah, jetzt ein Item, wie es aussieht. Ein AP Plus. Was für ein Stuss. Passt eigentlich schon so weit. Und was hat sie oben noch? Oh. Ah, und? Die TM12 Hühner! Was sowieso nie braucht, aber egal. Michael verstaut die TM12 und. Pokémon, wenn ich schon mal hier bin. Großes Gras, Doppelkämpfe. Komm schon, komm schon, komm schon. Geht doch. Starke Pokémon. Aber nur ein einzelnes. Ein Wieschu auf 53 schon wieder. Ja, leck me away. Habe ich doch kein Interesse. Unser Glotzi, der glotzt nur noch müde aus der Wäsche. Rund um Schutz, das bringt nichts gegen Psycho-Power.
Der ist down, ja, ja, der ist down, au, au. Ja, fast. Gut, egal, ja, gut. Denn jetzt das erste, Freunde, wir gehen wieder zurück. Denn es gibt noch etwas ganz... Wir müssen heute mal ganz fressen. Es gibt hier noch etwas auf der Route, die ich noch erledigen muss, wo ich eine Kaskade einsetzen konnte, was auch jetzt dank unserem, ja, Shelby auch einsetzen kann. Und ein Grünstück. Wunderbar, wunderbar. So. Hier durch, dann da. Servus. Du, du, du. Wo war die Stelle? Die Kelle. Ah, hier ist müsste es sein, war genau. Hier komme ich hoch mit Surfer und. Nee, haben wir gar nicht. Hä? Ich komme gar nicht da hinten zu. Gib doch einfach mal Ruhe. Was? Wie kann man jetzt? Ich muss doch hier irgendwie hochkommen. Was doch hier unten? Ja, glaub hier unten war es, wa? Nee, auch nicht. Hä? Ich hatte doch eine Stelle, wo ich den Wasserfall emporklimmen konnte. Wo sind die jetzt? Pokémon heilen. Danke sehr. Vielen Dank, Schwester Joy. Wandernde Schwester Joy. Es ist Sommer. Es ist ja schön. Morgen sind 7:52. Was mache ich bloß hier? Ich muss doch irgendwo da hoch. Hä? Wie kann man bloß da hoch? Lalala, das ist die Frage. Eine gute Frage. Da kommt man gerade nach hinten. Okay, das ist ein bisschen crazy jetzt gerade. Hey, wie kommt man denn da hin? Andere Seite eventuell? Wo könnte es sein? Was wollen wir gleich mal weiter? Keine Ahnung, wie kommt man da weiter? Nee, geht's auch nicht? Hä? Ons-Kontrolle, ja, ist ja schön. Moment mal, wir müssen das Spiel gerade verarschen. Ich muss doch da irgendwie hinkommen. Nö, jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen Verschwendung. Da hinten kann man gar nicht hin. Lang, Das ist doch... Momentchen mal. Hör mal, hier ich war leider gar nicht. Okay. Verwirrung pur. Hutzasa, Hutzasa. 56 K, mein lieber Gesangsverein. Aber egal. Pyron kugelt den schon aus. Das war schon. Alter, fast schon Liga-Level, ganz ehrlich. Das Hutzasa, das kann ja wohl nicht sein. Oh. Solarstrahl, am Morgen früh. Das gibt's ja wohl nicht. Burn, Baby, burn. Und da, down ist er. Naja, fast schon 52. Aber mit Pyron geht das natürlich fixi foxy. Hallo. Wer bist du denn? Ich mach dich kalt. Was? Ach so, er ist gut gelaunt. Ja, morgen schon natürlich Gold im Munde. Kennt man ja. Schwarzgut, Orochi. Orochi, das ist doch der aus Okami. Der mit den 8 Köpfen, Paradodis! Ach, die Taler hasse ich hier irgendwie. Da macht er sich breit. Gleich aber nicht mehr, gleich habe ich ihn schön durchgekokelt. So, na wie sieht's aus? Und tschüss! Gut, Pyron 52, geilo, yeah, man. Das heißt, finde ich mehr, tschüss. Ja, Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Hier unten ist ein Item, hier ist eines. Ein Sternenstück. Wunderbar, fast schon so wie im Paper Mario und die Legende vom Äonentor. Oder das Sänger eher Sternjuwel, war. Statt Sternenstück, aber egal. So. Geht doch, hat's da oben noch was?
Jetzt bin ich ein wildes Pokémon. Wer kommt denn jetzt? Ein Bisofunk. Ich bin funky drauf. Ein Bisofunk zum Fangen. Das wäre doch was für Flash. Ein gezielter Durchbruch und das Teil ist, ich denke mal, kompromissbereit. Energiefokus. Sollen wir mal Durchbruch und mal gucken. Entweder ist natürlich gleich down oder aber er lässt sich fangen. Na, ja. Fast. Nein, und die Käferattacke, bist du wahnsinnig. Aua! Das tut doch weh, dann nehme ich halt den Eishieb. Du. Der müsste eigentlich reichen, oder? Yep. So, wir nochmal, müssen ein bisschen weiter schwächen. Jetzt einfrieren! Und er besiegen natürlich. Also jetzt ein bisschen Pech. Ein bisschen sehr viel Pech. Mann, wieso? Ich renne doch gar nicht. Wieso kommt jetzt ständig ein neues Pokémon? Das ist nervig. Naja, was soll's. So, Flammenwurf. Ein gut gezielter Flammenwurf, der wirkt natürlich immer. So, wunderbar. Jetzt reicht es aber auch. Wieder mal Topschutz aktivieren. Wo haben wir denn unseren Toppi? Toppi. Ist alles Toppi Floppy. Topschutz. Wisst ihr was? Müssen wir mal ein bisschen sortieren hier. Zack, Kategorien. Wunderbar. Dann noch ganz kurz hier Trank auch noch ein bisschen. Ja. Wunderbar. Zum Schluss dann noch die VMs und TMs und. Sehr schön. Sehr. Fast. Nee, ja. So. Sehr schön. Was jetzt? Topschutz. Dann überlege ich mal Pokémon wechseln. 52. Ja doch, wisst ihr was? Ist eigentlich nichts. Dann wieder Sunny vorne und dann wegen dem Level mal gucken. Gut, was Level up jetzt nochmal Webigator. Sehr schön. Ja, so wird's doch was. So wird's doch was. Gut. Er könnte zerschnitten werden. So. Hallo, jetzt hat das Gras gewackelt. Das will ich mir doch nicht ein. Nein. Ist auch nichts mehr. Schade. Du. Ein Sternstück. Wunderbar. Tja, Freunde, wir sind eigentlich so weit fertig, wa? Die Runde 23 ist komplett abgeforstet. Also denkt zumindest mal, wenn noch was fehlt, habt ihr Pech gehabt, aber. Ah, nun ist es jetzt. Komm schon, liebes Ohr doch. Komm schon. Gibt extra Erfahrungspunkte. Ein Skogro sogar. Ja, leck mio, hey. Du. So, Sunny. Hol doch mal deinen Kleinen da runter vom Himmel. Pssiu. Was für eine Defense, hey. Was für eine Defense. Aua. Eine Käferattacke, bist du wahnsinnig. Ich will doch leben. Tschüss. So, das war's mit Skogro. Und das ist das Level-Up für Sunnyboy. 53, geil. Jep, finde ich auch. So, fehlt noch was? Denke nicht, wir haben alles komplett auf. Freunde, wir gehen weiter zur Ordenskontrolle und endlich zur Siegestraße. So, ganz gemütlich stellen wir hier durch und werden uns den Prüfungen stellen. Der erste Orden. Tschu, hast du ihn dabei? Grundorden bestätigt. Durchscannt, Röntgenstrahlung vergiftet. Was? Nein, geht nicht. Ich bin verstrahlt. Käferorden. Orden Nummer 4. Der Voltorden. Nummer 5. Entschuldigung. Nein, war ein bisschen. Verpeilt, der Seismorden. So, jetzt kommt dann der Chat-Orden, wa? Zu? Schutzwarten einsetzen? Ja, von mir aus. Der Legendenorden. Und dann zum Schluss der Wellenorden. Sehr schön, Freunde. Wir haben die Erlaubnis, die Top 4 herauszufordern. Die Siegestraße betreten. Einfach geil. Möge sich das Tor der Tore öffnen. Siu.
Und all das nur, damit wir die Siegerstraße betreten dürfen. So, jetzt noch ein Item, das ich gerade sehe. Laut Radar, wo dürfte das sein? Was steht denn hier Schönes? Die Ligamann eines Tunnels, sehr schön. Ja, Siegerstraße, letztes Training. Freunde, könnt jetzt gerne unser Pokémon wechseln, sprich von Glutzi raus, er ist Teammitglied rein. Das Problem ist nur, ich brauche hier leider Gottes jemanden, der die VM, Surfer, Kaskade, Blitz und Glau... Also Blitz sowieso keine VM mehr. Aber der Zerschneider und Stärke beherrscht. Ne? Zerschneider glaube ich nicht mehr, aber Stärke und Blitz brauche ich unter Umständen auch noch. Sprich halt, Glutzi muss uns noch erhalten bleiben. Tja, geht nicht anders, ist leider so. So, hätten wir das Sternstück noch. Sehr schön. Da fehlt aber trotzdem noch was. Irgendwo da unten ist das Sauteil. Mal gucken, ob ich es noch finde. Ja. Wie es aussieht gerade nicht. Moment doch mal. Da komme ich nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Ich bin eingesperrt. Warte mal, ich muss hier rauskommen. Geht doch. Dort ist das. Moment mal ganz kurz. Ja, ja, ja. So, jetzt kann man hin. Jetzt kann man da lang. Nochmal ein Eisnay. Das wird alles schön von der Liga verteilt. Ist denn noch was? Und zwar ein Finsterstein. Für die Entwicklung von Latanecto zu Skillabra als Beispiel. Aber das haben wir bereits. Wir brauchen jetzt nicht mehr. Sehr schön. So, jetzt ist heute komplett. Kann ich mich noch ganz kurz hin, wie sieht's aus? Ja, ein bisschen altmodisch zwar, aber egal. So. Heilen? Ja, bitteschön. Vielen Dank, mein Freund, wieder fit. Ja, danke. Nee, nicht mehr heilen. Nö. So, Lukas, glaube ich, sowieso Level 55. Das ist ein gutes Level. Dann kann ich den noch in der Box lassen. Und wir kaufen uns einen Hyperball nicht mehr, aber noch ein paar Tränke mehr, wa? Dann gehen wir so schnell zur Neige. So, ein Supertrank. Dann zwei Top-Tränke. Mhm. Vier Stück der Top-Genesung. Belieber. Noch, gehen wir auf Nummer sicher. Alter, das ist teuer. Ist das teuer? Ist das teuer? Das ist mir einfach nicht geheuer. So, ein Topschutz noch. 14 Stück war. Ich denke mal, Siegerstraße doch viel brauchen. Gut. Das war's. Dankeschön. Was gibt's hier noch Schönes? Kann ich helfen? Das sehen wir gleich. Netzball habe ich gar keine mehr. Kann ich immer mal wieder gebrauchen, was? So ein Flottball eher am wenigsten. Finsterball, drei Stück noch, um das die schöne Zahl komplett zu machen. Ein Timerball, den kann man ganz gut gebrauchen. So, guti. Ja. Schutz aktiviert, wir haben jetzt genug. Links hat es nichts mehr. Freunde, wir betreten die Siegerstraße. Ja, ist ein bisschen anders aus als früher, wa? Du. Und das ist bereits der erste Herausforderer hier in der Siegerstraße. Wer hat deine Reise bisher begleitet? Meine Pokémon, meine Fans, meine Abonnenten, meine Zuschauer. Einfach so viele. So, Astrainer Dea. Was brauchst du denn, Deo? Ach ne, Dea. Du. Drift Zeppeli. Ein Giftflug-Pokémon spricht die perfekte Wahl mit Sunny. Die Psychokinese. Und Tschüssikowski. Oder auch nicht. Achso, das ist Giftflug. Quatsch, Geistflug natürlich. Ich Trottel. Mann, Geistflug. Ich hätte Spuchbel einsetzen sollen. Geist gegen Geist. Das ist effektiv. Bam. Ein Lipumentas, das ist doch Psychoboden. Ich hoffe, das stimmt dieses Mal. Wenn nicht, merken wir es gleich. Spukball.
Ein Pokémon der dritten Generation. Yep, es funktioniert. Alter, das ist eine Spezialdefense. Oh. Ich hoffe, die haben wir auch. Yep. Ja, war ja klar. Meine singt sind nicht egal. In your face. Gemeins. Was? Du hast so ein drei Pokémon, die begleitet? Das ist gemein, ey. Noch gar nicht, ich find's cool. So, mal gucken. Wo geht's denn hier weiter? War ein bisschen verwirrend hier. Teilweise. Mal gucken. Genau, hier kommen wir nach rechts weiter. Kommen wir wieder runter. Das ist aber sowieso nichts. Okay, okay. Okidoki. Was hat's denn hier Schönes? Ah, man sieht schon, wir brauchen wieder Glotzi Power. Glotzi, Wald eines Amtes. Glotzi, Glotzi. So, und dann da hoch noch. Wunderbar. Hier hat sonst nicht sehr viel, wie es aussieht. Da ist noch so ein Trainer, ein Psychospacko, wa? Die Geist-Pokémon haben mir zugeflüstert, dass du kein gewöhnlicher Trainer bist. Ja, da haben sie recht. Denn ich bin Trainer und Let's Player in einem. Naja, gibt es mittlerweile auch viele davon auf YouTube. So, Methan. Scheißen, Stahlpsycho. Dann bringt doch das Ganze nichts. So. Geist in den Stall wirkt doch nicht, oder? Oder doch? Wir sehen es gleich. Nö, machen normalen Damage. Hätte ich wetten können. Okay, mit dem Psycho-Pokémon sprich, Metingen vermutlich nicht. Eine Psycho-Attacke starten. Das heißt also, Pywon ist die richtige Variante. Um das Vieh zu grillen. Geht jetzt. Das ist noch viel schneller. Soll es doch. Ich brutzle es. Ach nö, jetzt macht er trotzdem. Psychokinese. Macht nicht viel. Zoom. Der Metangs Stärke liegt im Angriff. Mit dem Spezialangriff. So. Der wäre da. Ein Eschnatoll. Ein Geisttypi. Kommt doch mein Pywon, mein Pywon, sag ich schon. Mein Sunny, genau richtig. Juhu, hallo. Wollololololo. Ich bin ja so toll, das sagt auch die Eckner. Ja, tschüss. Dann sind wir viel Spezial-Defense, oder? Geht eigentlich noch. Spuckball. Überlebs. Ja, folgt euch natürlich nicht. Das war ein bisschen kacke. Shelby, willst du? Flash, willst du? Webigator. Unleash Power for the win. So, Knirscher. Ich knirsch ihn, du hoch. Ah, Hochmut, komm vor dem Fall. Ja, natürlich, jetzt bringt es am Schluss nichts mehr. Level Up für Webigator, 55. Ja, sie haben recht behalten, Mann, du bist ein außergewöhnlicher Trainer. Ja, wissen wir auch. So, hier geht's bereits hoch. Jetzt weiß aber allerdings nicht, ob das der richtige Weg war. Es gibt hier so viele verschiedene Wege, Freunde. Das ist unglaublich. Hier kommen wir nach unten, genau, das stimmt soweit. Oh, hier geht's ja gar nicht weiter. Dann ist es doch relativ einfach, Mann, Mann. Ja. Dann, liebe Freunde, mal sagen, geht's hier dann im nächsten Part da oben weiter. Ganz kurz noch mit Obsidian heilen, das spricht unser Sunny Boy. Was hat mein Belieber hingelegt? Ja, hier ist er, gut. Wunderbar, dann noch ganz kurz einen Hypertrank und dann ist er wieder ready for takeoff. Also, halt zum Weitermachen, ja. Guti, 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 fast. Der Schutz fehlt noch. Jetzt Sternstück, 6 Stück bereits. Nochmal verkaufen, ah, der wirkt noch, gut. Dann falsch. Richtig. So, atme drauf. Freunde, wie es weitergeht hier bei Pokémon Weiß 2 in der nächsten Episode wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao zusammen.